Es freut mich, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Interview heute. Sie sind ja Chef von PricewaterhouseCoopers, dieser Beratungsfirma. Wir freuen uns mit Ihnen, über das Thema zu sprechen, das alle beschäftigt. Die Folgen, die diese Corona-Krise für die Wirtschaft hat und auch vielleicht ein wenig für die Firma, der Sie vorstehen. Was hat Sie eigentlich an dieser Krise am meisten überrascht? Am meisten überrascht bin ich worden von der, glaube ich, sehr unglaublichen großen Sorgsamkeit gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber Geschäftspartnern und allgemein gegenüber anderen Menschen in dieser Krise. Da würde ich also sagen, dass der Bundesrat doch ein starkes Gewicht auf die Gesundheit der Schweizer Bürger gelegt hat, war richtig, weil es der Stimmung in der Bevölkerung und in der Wirtschaft entsprach. Ich bin völlig überzeugt, dass der Bundesrat das richtig erkannt hat und auch richtig gehandelt hat. Ich glaube aber eben auch, dass das Anliegen der Wirtschaftsvertreter auch war, wirklich eben ihren Mitarbeitern, den Angehörigen auch der Familie, sich zu widmen und zu schauen, dass es ihnen gut geht. Bei unserer Firma auch war die große Frage, wie können wir unsere Leute schützen? Welches waren dann für Sie die größten Auswirkungen für PwC? Wir haben zuerst eigentlich nur einen geringen Einbruch in einzelnen Unternehmensbereichen erlebt. Also, und da ist immer die Frage der wie sieht es im Vergleich zu anderen Unternehmen aus? Und da wurden andere Unternehmen definitiv vom ersten Tag an viel heftiger getroffen. Vor allem auch das Rückgrat unserer Schweizer Wirtschaft, die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Denn die sind ihrer Existenz bedroht und muss im Vordergrund stehen, dass wir diese unterstützen können. Jetzt wir sehen in der Zwischenzeit als PwC immer größere Auftragseinbrüche auch, gerade zum Beispiel in der Transaktionsunterstützung von Unternehmen. Wir werden sicher in den nächsten Monaten hier in immer mehr Bereichen weniger Arbeit haben. Mussten Sie schon Kurzarbeit einführen? Wir haben bis jetzt noch keine Kurzarbeit eingeführt. Wir versuchten und versuchen möglichst viel auch über die Flexibilität der Mitarbeiter abzufedern, über Überzeitkompensation, über geplante Ferien, die auch genommen werden. Wir gehen aber heute davon aus, dass wir nicht umhin kommen, um eben auch in gewissen Bereichen Kurzarbeit anzumelden, zur Sicherung von Arbeitsplätzen mittelfristig. Nun haben Sie ja Einblick als Berater in ganz verschiedene Bereiche der Wirtschaft. Die Frage, ob Sie eine Rezession erwarten, ist eine hypothetische Frage. Die wird sicher kommen. Aber wird es eine tiefe Rezession geben? Ja, ich bin der Meinung auch, wir sind schon in einer Rezession und die ganz schwierige Frage ist, wie lange dauert sie und wie heftig wird sie und niemand kann das effektiv beantworten. Sprechen wir vielleicht noch etwas über verschiedene Branchen. Welche Branchen sind wirklich sehr hart getroffen? Es ist sicher allgemein die Dienstleistungsbranche, die am härtesten getroffen ist, ganze Tourismusbranche, dann ganze Transportwesen ist natürlich ebenfalls sehr heftig getroffen. Und was ich eben auch zu Beginn gesagt habe, gerade auch viele kleine und mittelständische Unternehmen, die wir als Konsumenten eigentlich sonst fast täglich nutzen, die sind wirklich in ihrer Existenz bedroht. Und Können dann Sie das noch gibt etwas es. erklären? Das ist interessant, nicht weshalb gerade diese kleinen Firmen. Weil die schlussendlich eben direkt auch im Austausch mit den Konsumenten stehen, mit uns Schweizer Bürgerinnen und Bürgern. Finden Sie, dass der Bundesrat und auch die kantonalen Behörden richtig gehandelt haben, dass sie doch relativ großzügig und unbürokratisch Kredite freigegeben haben, gerade für solche Firmen?
Der Bundesrat und die Kantone haben meines Erachtens eben einen sehr guten Job gemacht und sehr schnell reagiert, sehr unkompliziert reagiert, auch sehr gut kommuniziert. Und was ich vor allem auch sehr positiv empfinde, war, dass es keine Politisierung gab, wie wir es teilweise leider in anderen Ländern sehen. Und es ging vor allem auch die Krise gemeinsam durchzustehen und eben auch auf das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung zu verweisen und darauf etwas zu pochen. Und ich glaube, wir haben das insgesamt doch sehr gut gemeistert in einem eben nur teilweise Lockdown, auch wieder im Vergleich zu gewissen anderen Ländern, die einen vollständigen Lockdown eingeführt haben. Gibt es da Befürchtungen, wonach natürlich ein Teil dieser Kredite nie mehr zurückbezahlt werden kann? Teilen Sie diese oder wie sehen Sie das? Ich glaube, es ist sicher mit Ausfällen zu rechnen. Ich denke aber, dass das Mittel eben dieser kurzfristigen, schnellen, unkomplizierten Hilfe, dass das richtige Mittel war, um Vertrauen zu stiften. Und wenn es dann zu Ausfällen kommt, vielleicht einige wenige Prozentpunkte, und ich weiß, es ist viel Geld, und trotzdem von dem Hintergrund der gesamten Umstände, wenn dann dort teilweise vielleicht auf einer nicht gerechtfertigten Basis Kredite gesprochen wurden oder eben Unternehmen wirklich nicht in der Lage sein werden, das Geld zurückzuzahlen, dann ist das immer noch wirtschaftlich der richtige Schritt, der gemacht wurde. Es gibt das ja, sagen wir mal, Marktanhänger, die sagen, eigentlich sind ja solche Krisen dazu geschaffen, damit man die Schwachen wegputzt und die Starken, die überleben. Sehen Sie hier nicht eine Gefahr, dass man strukturschwache Branchen jetzt so einfach mit staatlichen Mitteln unterstützt und stützt? Ich sehe dies nicht als wirklich als eines unserer relevanten Probleme hier. Mhm. Die Krise, die wir erleben wegen Covid-19, die ist außerordentlich. Die trifft gesunde und vielleicht weniger erfolgreiche Unternehmen in einem Ausmaß, das jenseits unserer bisherigen Vorstellungen war. Und hier geht es darum, die gesamte Wirtschaftsleistung möglichst unbeschadet, sofern das möglich ist, über diese sehr kritische Zeit hinweg zu retten. Und es wird eine natürliche Selektion geben, ob jetzt mit etwas mehr oder weniger staatlicher Unterstützung. Entscheidend ist, dass das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft, der Mittelstand, eben doch die große Mehrheit relativ unbeschadet durch die Krise kommt. Jetzt vielleicht noch ein, zwei Fragen zu PwC. Man kann als Laie sagen, das ist doch gut, solche Krisen, weil da besteht ein erhöhter Beratungsbedarf. Also es ist nicht so, dass jetzt Ihre Beratungsmandate explodieren. Nein, gar nicht. Eben, also wir haben natürlich auch verschiedene Geschäftsfelder. Es gibt gewisse Tätigkeiten, sei es das die Prüfung der Finanzzahlen, sei es das in der Unterstützung der Compliance-Vorschriften gegenüber den Behörden. Das müssen die Unternehmen in jedem Fall machen. Auf der anderen Seite sehen wir eben im Projektgeschäft, dass eben Projekte auch aus Kostenüberlegungen aufgeschoben werden oder eben nicht durchgeführt werden. Das trifft uns in diesem Sinne. Und dann sehen wir wegen der Krise, dass unsere Kunden eben mit den vielen Problemen kämpfen. Und in den ersten Wochen ging es vor allem einmal ums Überleben. Mittelfristig ist es sicher so, dass wir vermehrt Unternehmen in den anstehenden Restrukturierungen unterstützen können und dürfen, zum Beispiel auch in der Liquiditätsplanung, wo wir helfen,
den Unternehmen durch diese Krise eigentlich am Leben zu erhalten, helfen, Jobs zu sichern und sich eben dann auch wieder auf einen hoffentlich zu erwartenden Aufschwung auch optimal vorbereiten. Es ist interessant, dass Sie sagen nicht, dass gewisse oder viele Firmen die Investitionen eigentlich gestoppt haben. Das ist vielleicht die größte Gefahr für die Wirtschaft, dass es wie eine Investitionslücke gibt. Das ist definitiv so. Das ist ein Risiko, weil, und das ist eigentlich auch gut, das machen wir ja auch. Die erste Priorität ist, sich kurzfristig neu zurechtzufinden in der aktuellen Situation und dann der Schutz möglichst vieler Arbeitsstellen. Das war zuvorderst neben dem Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter, das war im Vordergrund. Und wo man natürlich am einfachsten Kosten einmal reduzieren kann, sind bei allgemeinen Ausgaben und bei den Investitionen, was intellektuell Sinn macht, aber eben zu einer Investitionslücke auch führen kann und in Teilbereichen auch wird. Und das führt natürlich potenziell auch dazu, dass dann die Rezession potenziell eben auch länger geht, beziehungsweise es längere Zeit braucht, bis die Erholung wieder einsetzt. Außer es gibt eine Gegenbewegung, vielleicht auch unterstützt durch den Staat, dass eben Investitionsprogramme sehr bewusst dann doch eben lanciert werden, um eben einen Investitionsschub, einen Nachholeffekt eigentlich zu erzielen. Sie würden das begrüßen? Ich würde das begrüßen. Ja. Ich glaube, das kann genau helfen, um einen positiven Spin eigentlich in das Verhalten der Wirtschaft zu bringen. Eine letzte Frage, Herr Staubli. Erwarten Sie eigentlich aufgrund dieser Krise und aufgrund der zum Teil ganz neuen Arbeitsbedingungen permanente Änderungen in der Art und Weise, wie Sie Ihr Geschäft führen in Zukunft? Nur zu einem geringen Teil verändert sich das Geschäft wirklich und die Art und Weise, wie wir arbeiten. Das mag vielleicht überraschen. Wir haben sehr früh auf die Digitalisierung gesetzt, unsere Leute weiterentwickelt, investiert, wie wir das nennen, in das digitale Upskillen. Und wir haben dann auch festgestellt, das war dann für uns doch auch überraschend, wie schnell, dass wir eben mit unseren 3.500 Mitarbeitern, und wir waren eines der ersten Unternehmen, die das dann auch konsequent gemacht hat, dass wir vom Homeoffice gearbeitet haben, virtuell auch mit den Kunden die Projekte weitergeführt haben. Das hat uns geholfen, hier natürlich relativ gut in dieses digitale Zeitalter zu überführen. Und in dem Sinn können wir das so eigentlich weiterführen. Gut, vielen Dank, Herr Staubli, für dieses interessante Gespräch und wir wünschen Ihnen alles Gute. Vielen herzlichen Dank.